Trommel. Gerade weil so schönes Wetter ist, putzen wir sie. Hallo, Beate. Entschuldigt bitte, aber ich muss in die Poliklinik. Eigentlich wollte ich ja den Eimer ordentlich auskippen. Beate! Beate! Verflixt! Hat sie was vergessen? Na klar, den Turnbeutel und ich muss auf den Kleinen aufpassen. Was denn? Ich denke, deine Schwester muss in die Poliklinik. Wozu braucht sie da einen Turnbeutel? Sie muss zum orthopädischen Turnen. Bei der Schulaufnahmeuntersuchung sagte der Arzt, dass sie einen Haltungsschaden hat. Wirf den Beutel runter. Da fahren wir gleich in die Poliklinik. Das ist wirklich prima, danke. Ha, klasse Wurf. Und sag der vergesslichen Lisa einen schönen Gruß. Wird gemacht. Wenn Jan und Tini reisen, dann laden wir euch ein. Ihr sollt bei dieser Reise jetzt unsere Gäste sein. Wir finden viele Freunde bei ihrer Tätigkeit. So hilfsbereit und tüchtig, verständig und gescheit. Kommt mit und seht nun selber, was euch dabei gefällt. Wenn Jan und Tini reisen durch unsere schöne Welt. Soll ich den Beutel allein abgeben? So eine Frage. Natürlich komme ich mit. Augenabteilung, Nervenabteilung, Gynäkologie, Stomatologie. Oh, was heißt denn das? Ich glaube, Zahnarzt. Ach so. Orthopädie, Chirurgie. Vom orthopädischen Turnen steht hier nichts dran. Wir fragen die Schwester in der Anmeldung. Ach, da stehen viel zu viele Leute. Wir werden Beate auch allein finden. Na, ich weiß ja nicht. Dann setz dich dorthin. Ich gehe allein. Nein, da komme ich lieber mit. Sieh mal, da sitzt Ulrike. Na sowas. Hallo, wollt ihr auch zum Zahnarzt? Das hätte mir gerade noch gefehlt. Wir bringen Beate den Turnbeutel. Hast du dolle Zahnschmerzen? Ich, wieso? Na hör mal, schließlich sind wir vor der Tür des Zahnarztes. Deshalb braucht man doch keine Zahnschmerzen zu haben. Ich lasse meine Zähne regelmäßig untersuchen. Ich brauche bloß an den Zahnarzt zu denken, da wird mir schon bange. Vor den Zahnarzt braucht sich doch niemand zu fürchten. Frau Dr. Menzel hat einen Rubinenbohrer, da spürst du nichts. Nummer 7, bitte. Wiedersehen. Seid ihr die 7? Nein, nein. Wir wollen überhaupt nicht zum Zahnarzt. Ich hab die 7. Du, Ulrike, komm rein. Guten Tag, Frau Doktor. Nimm Platz, Ulrike. Tag, Ulrike. Na, Ulrike, da wollen wir mal sehen, was die Füllung macht. Lutschst du jetzt auch die Bonbons oder kaust du sie noch immer? Mm-mm. Mach mal schön auf. Na wunderbar. Es sieht wirklich alles gut aus. Ohne Zahnschmerzen zum Zahnarzt? Ha, ganz schön doof. So dumm finde ich das gar nicht. Es wird immer gesagt, zweimal im Jahr sollte man zur Zahnuntersuchung gehen. Ohne mich. Da können kleine Schäden gleich behandelt werden. Ach, hör auf. Bist ein ganz schöner Angsthase. Sieh mal, die Plakate. Da siehst du, wie man seinen Körper gesund erhalten kann. Hm.
Ah, guck mal, Tini. Ein Warteraum für Kinder. Jetzt kriege ich eine Beule. Was soll der Unsinn? Seid ihr zur Reinuntersuchung bestellt? Reinuntersuchung? Wie? Was ist denn los? Wozu? Also nicht. Was sucht ihr dann hier? Wisst ihr denn nicht, dass man sich erst bei der Aufnahmeschwester anmelden muss? Das wäre ja ein schönes Durcheinander, wenn ihr jeder einfach durch das Haus spazierte und seinen Kopf in die Behandlungsräume stecken würde. Entschuldigen Sie bitte. Es war ja nur wegen des Turnbeutels. Was denn für ein Turnbeutel? Die Beate aus unserem Haus hat ihn vergessen. Und weil Lutz doch auf das kleine Baby aufpassen muss, haben wir ihn hergebracht. Den Turnbeutel in die Poliklinik. Beate nimmt doch am orthopädischen Turnen teil. Nur, wir haben die Turnhalle nicht finden können. Ihr seid mir ja zwei ganz Gescheite. Jan. Und Tini. Ach, natürlich. Und ich heiße Angelika. Na, dann kommt mal mit in die Turnhalle. Und wir legen den Kopf von der Unterlage ab und fahren Rad mit beiden Beinen. Und schneller fahren. Und wieder langsamer. Und jetzt fahren wir rückwärts. Der Kopf bleibt oben dabei. Und halt. Wir gehen jetzt in den Vierfüßlerstand. Die Hände stehen genau unter den Schultergelenken und die Knie genau unter den Hüftgelenken. Das also ist unsere Turnhalle. In der Poliklinik heißt sie Gymnastikraum. Durch die verschiedenen sportlichen Übungen werden Haltungsschäden beseitigt. Haltungsschäden? Die Muskeln und Knochen stützen den Körper. Und wenn sie nicht kräftig genug sind oder sich verändern, dann entstehen solche Schäden. Das kann auch passieren, wenn man nicht gerade sitzt oder geht. Da hast du recht, Tini. Da ist Beate. Deine Freunde haben dir den Turnbeutel gebracht. Ach danke, da kann ich ja gleich noch mittun. Seht euch mal im Raum um. Dort können Menschen mit kranken Beinen wieder lernen, eine Straßenbahn zu besteigen. Und spannen die Ellenbogen schön nach hinten. Guck doch mal, Jan, ein ulkiges Fahrrad. Ja, zum Kräftigen der Beine. Und auch an der Sprossenleiter werden muskelkräftigende Übungen durchgeführt. Und setzen uns in den Schneidersitz. Nehmen die Hände in den Nacken und spannen die Ellenbogen ganz fest nach hinten. Und auch hier ist der Bauch, das ihr seht, wieder ganz fest. Patienten mit Rückgrat- oder Hüftschäden bekommen, wenn es erforderlich ist, Unterwassermassagen. Oder eine orthopädische Behandlung im Bewegungsbecken. Rechtes Bein heranziehen, hoch in die Strecke und gestreckt runterlegen. Linkes Bein heranziehen, hoch in die Strecke und ablegen. Und hochwerfen und fangen. Kommt, wir wollen nicht länger stören. Außerdem muss ich in den Behandlungsraum zurück. Halbkniestand und werfen Schade. Unseren Ball nach oben. Und fangen. Und hochwerfen, fangen. Und hochwerfen, und fangen. Und hochwerfen, und fangen.
Schade, dass Sie keine Zeit mehr haben. Ich hätte gern noch mehr gesehen. Ihr seid ganz schön wissbegierig. Mhm. Ich werde mal den Doktor fragen, was er davon hält. Wartet hier. Drücken wir uns die Daumen. Hm? Die Kinder wollen auch noch behandelt werden. Kommt. Erst werden wir mal sehen, wie groß du bist. 1,45. Sieh mal an, weißt du das genau? Du hast recht. Stimmt? Guten Tag. Guten Tag. Weißt du auch, wie schwer du bist? Die Poliklinik ist eine medizinische Einrichtung ohne Betten. Stell dich mal auf. Das heißt, hier werden Kranke behandelt, die nicht in einem Krankenhaus betreut werden müssen. In jeder Poliklinik gibt es verschiedene Fachabteilungen. Ihr habt doch die Übersichtstafel in der Eingangshalle gelesen. Mhm. Klar. Augenarzt, Nervenarzt, mhm. Röntgenabteilung. Mhm. Und den Zahnarzt. Ach ja, die stomologische... Die Zahnstation heißt stomatologische Abteilung. Ja, ja. Tini hat das auch gewusst. Ihr habt sehr gut aufgepasst. So. Mach mal den Mund auf. Was fehlt denn dem Jungen? Ich hoffe nichts. Und warum wird er dann so gründlich untersucht? Zu uns kommen auch viele gesunde Kinder. Klaus braucht ein Gesundheitszeugnis für die Teilnahme am Kinderferienlager. Deshalb wird er von mir untersucht. Die Aufgabe einer Poliklinik besteht ja nicht nur darin, Krankheiten zu behandeln, sondern sie auch zu verhüten. Das ist aber gut. Da wird man gar nicht erst krank. Oder man kann die Krankheiten gleich zu Anfang bekämpfen. Und überlegt mal, alle Untersuchungen und Behandlungen kosten ja nichts. Man muss nur seinen Versicherungsausweis mitbringen. Das stimmt. Das ist wie in der Apotheke. Man legt sein Rezept vor und bekommt die Medikamente. Mhm. Was haben Sie denn jetzt gehört? Ob dein Herz und deine Lunge gesund sind. Willst du mal hören, wie dein Herz klopft? Darf ich das auch mal hören, Herr Doktor? Na komm. Hörst du was? Oh ja, ich höre es ganz deutlich. Wozu brauchen Sie denn das kleine Beil hier? Das ist ein Reflexhammer, mit dem man verschiedene Reflexe auslösen kann. Schau her. Jan, fass nichts an. Sind das hier Spritzen? Nein, das sind Ohrenspiegel. Siehst du, hier brennt eine kleine Lampe, damit der Arzt in die Ohren sehen kann. Muss der Junge auch noch geröntgt werden? Tini, ich glaube, du fürchtest dich vom Röntgen. Fürcht nicht gerade, aber es ist so unheimlich. Was soll denn am Röntgen unheimlich sein? Das ist doch ganz harmlos. Und weh tut's schon gar nicht. Wisst ihr was? Wir sehen mal in die Röntgenabteilung, wenn der Doktor nichts dagegen hat. Sie können ruhig gehen. Wenn ich Sie brauche, rufe ich Sie schon. Die beiden Quälgeister wollen doch immer eine Menge wissen. Hier ist dein Gesundheitszeugnis. Ich wünsche dir viel Freude im Fernlager. Danke. Ups. So, nun leg mal dein Bein hier auf. So. Und schön stillhalten. Das Mädchen hat sich den Fuß verletzt. Mit Hilfe der Röntgenstrahlen kann der Arzt in das Bein hineinsehen und erkennt so, ob der Knochen verletzt ist. Heißt das, dass die Röntgenstrahlen den Körper durchsichtig machen? So ist es. Dadurch kann der Röntgenarzt die Knochen und Erkrankungen und Veränderungen der inneren Organe im Körper erkennen. Seht ihr? Hier ist der Knochen verletzt. Darum müssen sich auch alle Erwachsenen regelmäßig röntgen lassen. Das ist bei uns Pflicht. Dazu werden extra Röntgenstationen eingerichtet. Bei uns in der Schule stand auch mal einer. Hm? Ich habe jetzt keine Angst mehr. Zum Röntgen würde ich auch gehen. Sehr vernünftig, Tini. Ist doch nur gut für dich. Null, acht, vier, sieben, drei, sechs, eins, drei, sie, acht, zwei, sieben. Probieren wir mal ein anderes Glas.
So. Null, acht, vier, sieben, drei, sechs, zwei, eins. Drei, sechs, zwei. Na wunderbar, jetzt klappt es. Wollen wir nur noch sehen, was mit der Hornhaut ist? Das Kinn bitte vorne aufs Gerät stützen. Mal hier zum rechten roten Lämpchen sehen. Jetzt nach dem linken. Entschuldigen Sie, Frau Doktor. Ich habe hier zwei kleine Gäste. Dürfen wir mal reinschauen? Aber ja, wir sind mit der Untersuchung gerade fertig. Sie können aufstehen. Guten Tag. Guten Tag. So, Jürgen, jetzt komme ich zu dir. Geh mal bitte darüber. Hier, das Rezept für die Brille. Danke. Auf Wiedersehen. Setz dich bitte. Nimm deine Brille bitte ab. Schau nach oben. So, das tut überhaupt nicht weh. Na? Nun zu euch. Was möchtet ihr gern wissen? Warum haben Sie solche Tropfen in die Augen gemacht? Solche Tropfen nennt man Mydrum. Der Augenarzt träufelt sie vor der Untersuchung ein, damit sich die Pupillen weiten und er besser in die Augen sehen kann. Muss der andere Patient jetzt eine Brille tragen? Ja. Nur mit einer Brille kann er scharf sehen. Jürgen, setz dich mal bitte ans Gerät. Leg bitte das Kinn auf. So. Mit diesem Gerät kann der Arzt die vorderen Teile des Auges, zum Beispiel die Hornhaut, Regenbogenhaut, des Patienten untersuchen. Und das ist ein Augenspiegel, mit dem der Augenhintergrund untersucht wird. Es ist wirklich interessant bei Ihnen. Trotzdem müssen wir uns jetzt verabschieden. Ich muss mich weiter um meine Patienten kümmern. Vielen Dank. Dankeschön. Na, da wollen wir mal. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wohin gehen wir jetzt? Tja, viel Zeit bleibt nicht mehr. Zahnarzt oder Hals-Nasen-Ohren? Zahnarzt. Niemals. Hals-Nasen-Ohrenarzt. Du hast doch nicht etwa vor dem Zahnarzt Angst? Jan. Nein, bloß, ich sehe ihn nicht gern. Klar hat er Angst. Mehr als vor dem überhaupt nicht. Also, das eine ist so dumm wie das andere. Und ein kleiner Nadelstich ist wohl weniger schlimm, als wochenlang krank im Bett zu liegen. Das stimmt. Also, was ist, Jan? Zahnarzt? Klar, meinetwegen auch impfen. Ein Mann, ein Wort. Wartet einen Moment. Virusgrippe. Gefährlich, tückisch. Ich schau mir mal da drüben die Wandbilder an. Schön hier geblieben. Ihr könnt reinkommen. Kommt. So, das wär's dann. Nur noch mal spülen. Guten Tag. Guten Tag. In zwei Wochen kommst du noch mal nachsehen, ja? Ja. Wiedersehen. Hoffentlich stören wir nicht. Aber nein, ihr Zahnarzt zu sehen ist gern, wenn Kinder freiwillig zu uns kommen. Oh, wir wollen aber nicht behandelt werden. Ich meine, wenn Vatis oder Muttis zur Behandlung kommen, sollten sie auch ruhig ihre Kinder mit hereinbringen. Damit sie sehen, dass eine Zahnbehandlung gar nicht so was Schlimmes ist. Na? Und was möchtet ihr wissen? Jan möchte mal den Bohrer sehen und den Zement für die Löcher in den Zähnen. Freund Jan hat also Angst vor dem Bohren. Eine Behandlung ist gar nicht so schmerzhaft, wenn man rechtzeitig kommt. Siehst du, Jan? Erst sieht sich der Zahnarzt mit einem solchen Spiegel
die Zähne an. Mhm. Oi, der vergrößert ja. Ja, damit Zahnschäden besser zu erkennen sind. Ist ein Zahn beschädigt, dann werden die angegriffenen Stellen mit dem Bohrer beseitigt. Oh, das spritzt ja so. Jetzt seid ihr wohl erschrocken. Der Bohrer wird durch eine kleine Turbine in Gang gesetzt. Und mit dem Wasser, das hier sprüht, werden Bohrer und Zahn gekühlt. Aber wer seinem Körper die richtigen Vitamine zukommen lässt und seine Zähne regelmäßig und richtig pflegt, wird sie auch länger gesund erhalten. Schaut mal auf diese Bildtafel. Dort könnt ihr sehen, wie man seinen Körper gesund erhält. Abhärten durch kühle Ganzwaschungen. Gymnastik. Und wie man sich richtig ernährt. Wie die Zähne geputzt werden. Kauflächen aller Backenzähne. Innenflächen aller Backen- und Frontzähne. Außenflächen der oberen und unteren Backenzähne. Wesentlich ist, dass immer vom Zahnfleisch zum Zahn geputzt wird. Die Zähne sollen stets nach dem Essen, mindestens aber morgens nach dem Frühstück und abends vor dem Schlafengehen geputzt werden. Mhm. Nehmt euch das mit und lest es euch zu Hause noch mal durch. Wir werden es an die Wandzeitung hängen. Und vom Besuch in der Poliklinik erzählen wir sowieso. Und vom Zahnarzt auch. Hm, ganz bestimmt. Also dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh, lieber nicht. Aber Jan, ich denke, du hast keine Angst mehr. Ha, hab ich auch nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, bitte, Schwester, wo ist denn die Augenstation? Schwester Angelika, darf ich den Weg zeigen? Na schön. Bitte. Aber komm dann gleich in die Anmeldung. Ich glaube, dafür reicht die Zeit noch. Aber in die Anmeldung geht man doch zuerst. Außer man heißt Jan. Es war ja nur, wir wollten doch zu keinem Arzt. Schon gut. Aber in die Anmeldung gehen wir trotzdem, damit er begreift, wie wichtig sie ist. Dankeschön. Frau Matthäus, Sie gehen zweite Etage, Wartezimmer 2, links bitte. Wieder. Na schön. Also passt auf. Hier in der Anmeldung hat man die Übersicht über alle Abteilungen in der Poliklinik. Aha. Die ankommenden Patienten legen ihren Versicherungsausweis vor. Die Aufnahmeschwester sucht aus der Kartei das jeweilige Krankenblatt heraus oder stellt eins aus, wenn noch keins vorhanden ist. Wird der Patient dann ins Behandlungszimmer gerufen, hat der Arzt schon sein Krankenblatt gelesen. Anmeldung. Ja, Herr Doktor. Ja, Sie sind hier. Der Doktor, Sie möchten bitte kommen. Ich komme sofort. Ihr habt's gehört, wir müssen uns leider verabschieden. Hat euch das alles ein bisschen Spaß gemacht? Oh, es war richtig prima, dass Beate ihren Turnbeutel vergessen hat. Da habt ihr recht. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Tschüss. Schwester Angelika. Tschüss. Tschüss.